Mein Name ist Eva Bruschek. Ich arbeite hier in Wolfratshausen beim Kinder- und Jugendförderverein als Assistentin der Geschäftsleitung. Ich bin seit circa 5 Jahren Mitglied im Badehausverein, bisher nur als Fördermitglied. Das war jetzt meine erste aktive Aufgabe, an der ich teilgenommen habe. Ich stelle Sabine Segeviano, geborene Rosenblum, vor. Sabine Segeviano wird am 24. November 1947 im Leipheim an der Donau geboren. Die Mutter Käthe stammt aus Breslau, heute Wrocław in Polen, und konvertiert erst nach der Shoah zum Judentum. Der Vater, Josef Rosenblum, stammt aus der Nähe von Lodz in Polen und ist Überlebender des KZ Auschwitz. 1951 kommt die Familie nach Föhrnwald. Dort betreibt der Vater zunächst einen Imbiss und ab 1954 ein Lebensmittelgeschäft. Die Mutter arbeitet als Kindergärtnerin. Alle Anträge auf eine Emigration in die USA werden wegen der Lungenerkrankung des Vaters abgelehnt. 1956 zieht die Familie nach Frankfurt am Main. Seit 1974 lebt Sabine Segeviano in Stuttgart. Sie hat 2 Töchter und eine Enkeltochter. Sie unterrichtet bis heute Spanisch an der Volkshochschule und engagiert sich unter anderem als Vorlesepatin im jüdischen Kindergarten. Mich hat es beeindruckt und ich bin sehr dankbar, dass es immer noch Zeitzeugen gibt, die fremde Menschen in ihr Leben eintauchen lassen. Und ich fand es auch sehr faszinierend, in ein komplett fremdes Leben einzutauchen.